Also, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video. Ja, heute wollen wir aber hier nicht zocken, sondern ich will hier ein kleines Easter Eggchen ausprobieren. Ich habe mich mal ein bisschen umgesehen im Internet und da bin ich auf ein interessantes Easter Egg in Crysis gestoßen. Wenn man nämlich zu weit rausschwimmt, dann kommt ein Hai und der frisst einen auf. Ja, das ist jetzt ganz toll und schön. Aber ich frage mich, kann man den Hai erstens auch killen, weil im Wasser kann man keine Waffen benutzen, also habe ich das bis jetzt noch nicht wirklich rausfinden können. In diesem Level gibt es aber hier das Boot, das lassen wir jetzt einmal hier zu Wasser. Ja, sehr gut. Das ist jetzt nämlich der zweite Anlauf schon, dass ich dieses Boot, nein, ach Mist, zu Wasser lassen will. Auch hierfür gibt es einen schönen Trick. Einfach den Snowmob-Mod reinhauen oder vielleicht schaffen wir es auch ohne. Boah, ja klar. Und dann machen wir uns jetzt da hinten auf zur... Mit Faustantrieb. Ja, dafür kaufen wir jetzt ein Nanosuit heutzutage. Wer braucht da schon noch Motoren? Nanosuit-Antriebe sind auch viel effizienter. Brauchen kaum Sprit, laden sich selbst wieder auf. Und kostet ja auch nur fast 10 Millionen. Also, Plättchen, ne? Ja, einfach aufladen. Ja, so, macht man Blöd im Kreis. Aber allgemein super, das ist sowieso funktioniert, der Physik-Engine. Die ja nun nicht mehr die neueste ist. War keine Art von Physik. So, ich glaube, langsam müssten wir den Punkt erreicht haben. Ich glaube, viel weiter können wir nicht raus. Denn, wenn man noch weiter rausfährt, dann schießen die Schiffe da auf ein. Und das ist ungeil. Das ist nicht so super toll. Da ist man nämlich sofort tot. Ah, da ist er, da ist er. Oh, da ist er, da ist er, da ist er, da, ist er, da kommt er. Und kann er uns hier drin fressen? Wir sind im Boot. Hä? Hä? Ja, kannst du uns was? Kannst du uns was? Greift er überhaupt an? Kann er uns überhaupt sehen? Vielleicht sieht er uns gar nicht. Ich schwimme mal weiter. Oh, er dreht. Ja, okay, er kann uns sehen. Oh, was macht er? Wow. What the fuck? OMFG. Oh. Hey. Ach, Mist, ich muss mal speichern müssen. Ja gut, okay. Killen kann er uns anscheinend, also ich weiß nicht, echte Eier sind ja auch einfach das Boot einmal kurz unterbeißen, ne? Ich denke mal, die sind ja auch nicht so dumm. Ja, können wir auch nicht spulen. Ja, ich spule einmal vor euch vor, wisst ihr was, ich mach mal einen kleinen Schnitt rein. Oder soll ich vorspulen? Ich brauch's nicht. Keiner. Ein Buch. Ach, wisst ihr was? Was ich jetzt mache? Ich probier das jetzt einfach mal. Und? Understood. Jawoll! So lässt man Boote heutzutage zu Wasser. Immer mit Granaten. Wow. So, einmal für euch eine kleine Zeitraffer-Spule. So, da sind wir auch schon wieder. Ja, wir sind jetzt hier fröhlich angekommen auf der Insel. Ich schau mal eben, ob uns der Hai hier auch schon angreift. Uhu. Hallo, Hai? Okay, also sehen kann ich ihn nicht. Aber ich speichere mal eben kurz. Damit wir gleich dann sofort... nein, so. Ja, das Boot steht jetzt da. Ach, guck mal, da kann man auch hin. Gehen wir doch mal glatt hin. Hallo? War da? Nee. Okay, ich trau mich mal kurz ins Wasser. Ein bisschen Schiss habe ich, gebe ich zu. Boah, geht das hier auch einfach mal fucking tief weit runter. Okay, wo ist er? Wenn er jetzt gleich von hinten kommt, schrei ich. Wie ein Mädchen. Oh Gott, oder kommt er von unten? Oh Gott, ich weiß gar nicht, von welcher Seite er kommen würde. Mein Gott, Alter, das ist echt... Oh, 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 da ist er, da ist er! Wo ist er? Geh weg! Ah, ich muss zurück zum Festland! Oh, Alter! Wo ist er, wo ist er? Da ist er! Da ist er, ey, der schwimmt weg! Alter, der haut einfach ab.
eiskalt. Und du willst ein Hai sein? Da ist er. Dreht da hinten seine Kreise. Er wartet auf uns. Er wartet auf uns. Ich sag's euch. Okay, während des Bionicus kann ich mich immer noch bewegen. Mal gucken, ob er gleich wieder auf uns zukommt. Bewegt er sich vor uns weg? Da kommt irgendwas auf mich zu. Oh, der Ritter! Weg hier, weg! Laut wieder ab. Ja, der ist echt so programmiert. Ach, da unten auf der Minimap kann ich den auch sehen, okay. Eyes on Minimap. Da kommt er wieder, der dreht wieder. Wow, 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 wow. Ey, der ist schneller als wir. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Ja, okay, den kriege ich nicht mehr. Okay, ja, dann lassen wir jetzt mal das Boot zu Wasser. Da steht es. Jetzt beweg dich! Beweg dich! Er kriegt mal einen Rand. Finde ich sehr nett, dass er nicht einfach wieder zufälligerweise generiert wird, sondern wirklich auch da bleibt, wo er ist. Ne? Ich habe jetzt kurzzeitig gedacht, dass er da einfach den Blumen weg auf einmal sein Leben. Ja, aber da hat Crytek wirklich schon sehr gut programmiert. So. Komm her, Motherfucker. You piece of shit. Faggot. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Da kommt er, da kommt er. Bam! 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 Okay, der hält viel aus. Wow! Oh. Okay. Wow! Da fällt mir was ein. Vielleicht kann man über ihn rüberspringen. Okay, da hat wohl die Physik-Engine nicht ganz berechnet. Aber ich glaube, Crytek hat auch nicht damit gerechnet, dass man den erschießen kann. Wer kommt denn auch auf die Idee? Ich spring! Wow! Wow! Oh mein Gott, der fliegt! Oh mein Gott! Wow! Wow, 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 wow! Wow! Nein! Scheiße! Ach, lol! Super! Super! Ey, zu geil, das will ich jetzt nochmal machen. Das will ich jetzt nochmal machen, ey. Wie geil war das denn? Weil Leben, ne Leben hat er ja. Ich habe jetzt vielleicht auch kurz damit gerechnet, der hat unendlich Leben und ist unzerstörbar, weil er einer eh killen soll. Ist ja quasi die Levelbegrenzung. Aber er hat ja sich sogar verändert, als man ihn getötet hat. Ne? Echt mal Respekt an Crytek. So. Was mach ich da? Bist du? Na, ich habe jetzt keine Zeit für Battlefield 3. Oh, da ist er, da ist er, da ist er. Komm her, komm her, komm her, komm her. Was willst du? Er wird langsamer. Kann man ihn betäuben? Nein. Okay, das ist kein Physikbug. Crytek hat einfach nicht damit gerechnet, dass man einen Hai killt. Da kommt der Zehnste. Den killen wir auch. Wow, 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 wow. Oh mein Gott! What the fuck, Alter? Hat der gerade noch eben uns Geräusche gemacht? Göttlich. Wow! Come on, you piece of shit! Fly, you bitch! Wow! Wow! What the fuck? Wow! Geh weg! Jagd ist eröffnet! Yeah! Noch jemand? Noch jemand? Ha? Noch jemand, der sich mit uns anlegen will? Ja, da. Wow, 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 hier ist noch irgendwo einer, hier ist noch irgendwo einer. Da ist er, da ist er. Komm her, komm her, komm her! Ja! Ja! Yeah! Das ist schon der vierte!
Was willst du tun, hä? Was willst du tun? Guck dich an, Alter. Okay, wo ist der nächste? Direkt hinter uns. Wow, 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 Alter, der fliegt. Yeah, woo! Mit Like, Chef. Wie hübsch ist das denn? Oh, ich muss aufpassen. Gleich ruft hier, hier Peter bei mir an. Ich kann doch keine Tier. Guck mal, der dreht ab, ey. Wenn man den abschießt, dreht der ab, Alter. Ist ja krass, Alter. Ey, echt mal Respekt an Crytek. Die haben den echt wirklich sehr gut programmiert. Da kommt der nächste. Bäh. Bäh. Komm her, komm her, komm her. Bäh, 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 bäh. Oh nein, Alter, out of ammo. Kann man den fausten? Okay, sobald er angreift, auf Slow-Mo umschalten und dann fausten. Da kommt er! Was? Oh, komm! Ah. Ärgerlich. So, jetzt wirfen wir uns hier noch einmal ins Getümmel und damit verabschiede ich mich jetzt. Gleich hört ihr wahrscheinlich nur noch mädchenhafte Schreie von mir, wenn wir von einem Hai zerfleischt werden. Ich versuche jetzt mal hier so weit runter wie möglich. Weil ich halte mich hier lieber erstmal an die Wand, ey. Guck jetzt unten erstmal auf die Minimap. Boah, geht's da tief runter. Heilige Scheibenkleister. Hier unten ist Ende. Boah, ich wette, in YouTube sieht man schon gar nichts mehr. Ich beschreibe mal kurz, was ich sehe. Hier unten sind eigentlich nur noch ein paar ganz schwach schimmernde Steine. Oh, hier geht's noch weiter runter. Ich höre irgendwas.